Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir eine Kolonie befreit, naja, so halb befreit, also die Flammenuhr war kaputt, aber die Kolonie selber auch. Ich fand aber, bei dem Prinzip, was die Kolonie vertreten hatte, war es auch richtig, dass die Kolonie nicht mehr existierte. Weil ihre Denkweise war definitiv so falsch, wie es nur irgendwie geht. Beim letzten Mal sind wir dann noch gegen Ende hier zur Kolonie 4 gereist und haben noch ein Gespräch abzuarbeiten. Dafür packe ich mich jetzt auch eben kurz noch aus dem Bild. So. Dann besprechen wir mal. Kolonie 4 geht es besser. Ist sogar eine Nebenquest tatsächlich. I think we need to discuss this. Ja, so einen leichten. Wir haben denen ja oft geholfen. Es ist halt nur eine Anpassungssache, ne? Also, ne, die waren halt vorher gewohnt, so, ja, wir kriegen Vorräte zugeschickt und jetzt müssen sie halt auf sich selber angewiesen hier alles besorgen. Aber nach einer gewissen Anpassungszeit geht's ja. Ich will auch. Mir wird der Mund wässrig gemacht. Same. Dankbarkeit und Rache. Warum Rache? Was haben die vor? Kann ich übrigens Stufe pushen? Nein. Ich denke mal, dass wir diesmal nicht so extrem viel mit Nebenquests zu tun haben werden, wie sonst zwischen den einzelnen Kapiteln. Im Übrigen, ich denke, dass auch bei den Heldenmissionen aus einem ganz einfachen Vorteil, ja, hier kann ich meine Klasse wechseln. Weil es eh nur noch 3 Helden zum Freischalten gibt. Deswegen denke ich auch, dass nicht mehr so extrem viel kommt. Ich überlege gerade, zu was ich den umwechsle. So, ich habe jetzt einen kurzen Moment dafür gebraucht, aber ich habe die Leute gerade wieder neu zugewiesen. Also, aus Noah habe ich den Heilschützen gemacht. Die habe ich zu verlorenem Vorort gemacht, die Juni. Lance habe ich zum Frontkämpfer gemacht. Und sie ist jetzt eine Nopon-Hüterin. Ich habe dafür gesorgt, dass Schwanken, Umwerfen und Ohnmacht auf jeden Fall verfügbar ist. Ne? Also da keine Sorgen. Ich will mal eben kurz gucken. Vielleicht... Ja, ich habe wieder einiges an Punkten. Dann kann ich ja auch mal ein bisschen wieder was investieren. Geh mal hier drauf, bei ihr. Ach, ich kann ja auch hier jetzt mittlerweile ein weiteres Ding reinpacken. Mehr Schaden. Da brauche ich noch ein bisschen was. Ach stimmt, der zweite Sockel, der wird ja freigeschaltet, sobald man hier deren Mission gemacht hat. Bei Tyrone können wir das ja auch freischalten. Lance hat richtig viele Punkte. Ich finde die Vulkankanone mega gut.
Die Fähigkeit wäre als nächstes ganz gut. Das kostet so gut wie gar nichts. Das auch nicht. Juni hat auch mega viele Punkte. Die Freiheitsflügel verbessere ich. Heilkraft erhöhen. Angriffskraft erhöhen. Da geht die Liste auch mittlerweile so langsam Richtung voll, ne? So, ich nehme das mal mit. So, und bei Noah. Das hier nehme ich gerne bei ihm. In mehr kann ich nicht investieren. So, dann jetzt hier endlich reden. Natürlich, dafür sind wir da. Natürlich. Ja, Chance gekommen. Wie gut war dieses Fleisch? Ich will auch. Die haben was mit dem Fleisch gemacht. Irgendwer hat das Essen sabotiert. Ich muss mal die Kleidung waschen. Einen Moment, bevor ich mit der rede, das muss sein. Let's make the most of our break, guys. Oh, much better. Ja, viel besser. Irgendwer hat bestimmt heimlich das Essen vergiftet, während der Koch weggeguckt hat. Weil er war ja selber verwirrt. Ich glaube nicht, dass es er war.
Fame. Ich bin gespannt, wer uns vergiften wollte. Ich glaube auch nicht, dass es der Koch war. Vielleicht wollte man auch ihm was anhängen. Ich glaube an seine Unschuld. Bleibt ja eigentlich nur die Küche, ne? Komplett seine Spuren verwischen kann man, ne, selten. Als wir am Anfang so in Kolonie 4 reinkamen, da gab es doch so ein paar Leute, die richtig aggro auf Mio und so weiter zu sprechen waren. Es könnte doch sein, dass es einer von denen war. Das klingt in meinen Augen sogar sehr wahrscheinlich. Ja, bei Medizin ist ja generell so, eine Überdosis ist immer tödlich. Der so aggro war, der war, glaube ich, auch in der Taktikeinheit. Machen hier einen und jetzt auf den Detektiv Conan. Was hat der Nopon gerade für einen Anfall? Ich glaube, die regt sich immer auf, wenn ich mit der rede. Es war definitiv einer aus der Taktikeinheit. Informationen, wie sah aus? Du hast es angeschrien.
Perfekt. Ich wette, das war der eine, der wirklich Mio und Senna sofort so angegiftet hatte, als wir in Kolonie 4 das erste Mal waren. Definitiv. Ich weiß nur nicht mehr, wer genau das war. Natürlich ist das Fleisch selber unschuldig. Alles sehr mysteriös. Nee, ich glaube immer noch, dass der unschuldig ist. Dieser Soldat, den der Nopon rausgeschrien hat, der war es wahrscheinlich. Na gut, das dürfen wir jetzt erstmal bequatschen. Aus der Küche hat ja keiner Zugriff auf die, das von den Sanitätseinheiten, ne? Ja. Ich weiß halt nur nicht mehr den Namen von den einen, der die angefahren hatte. Ich meine, das war dieser Jeremy, ja, einer von uns. Das wäre die perfekte Antwort. Die Verfügung ist da. Ich meine, der Maxi, der war wenigstens irgendwo noch in Ordnung. Man kann die Theorie aufstellen, aber man braucht Beweise. Aber die Person muss ja auch was gegen Noah und so weiter haben.
Jetzt darf ich erstmal wieder da hochwatscheln. Break time's over. Wir wissen, wer es ist, aber wir haben keine Beweise. Fehlen immer noch die Beweise. Der sollte unten stehen. Eine Gefahr für alle, dieser Typ. Nee. In der Nähe der Wüste war doch etwas für die Malerin. Warte. Ja, genau, nur am anderen Ende der Wüste. Jorde? Geht's dir gut? Okay, der gehört definitiv hinter Gittern. Das ist mehr als Beweis genug, dass er es war. Wenn er schon so Panik schiebt. Machen wir mit links oder mit der rechten? Warum ist jetzt auf einmal hier so eine Suppe? Ich will die Spuren verfolgen und nicht mit irgendwem kloppen.
Ey, der Typ kriegt von mir einen Arschtritt. Also die Jorda, die hat jetzt nun wirklich nichts damit zu tun. Also seine Aktion war generell scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Und die war wirklich einfach nur anwesend. Jeremy, du kriegst einen Arschtritt jetzt von uns. Ja, das ist der unhöfliche Kerl, der uns in der Küche angepumpt hatte. Nur um ihn später in den Arsch zu treten, was er verdient hat. Ich denke mal nicht, dass die Viecher sonderlich viel drauf haben. Okay, Level 50er Skorpion. Oh, ist das schön, das jetzt einfach zu spammen. Alter, das macht die Combo einfach so viel extremer. Alter. Die hat noch nicht verstanden, dass wir keine Feinde sind, ne? Irgendwo sind seine Gefühle nachempfindbar, aber Mio und so weiter haben nichts damit zu tun. Das ist nun mal der Krieg, ne?
Daran lässt sich nichts ändern. Krieg ist scheiße. Also man muss schon sagen, manche Nebenquests dauern echt lange und manche wiederum nicht. So, wir sind in der Nähe von einer anderen Nebenquest direkt, ne? Also, dass wir da das eine Objekt holen können. Ja. Wenn wir eh schon in der Nähe sind und das nur ein paar Meter sind, gehen wir das Ding noch eben kurz noch holen. Ich meine, wir sind sowieso so stark, dass uns keins der Viecher hier von sich aus angreift, also... Lass uns das Ding absammeln. Und ihm hier ein Liedchen trillern. Da oben liegt unser Objekt der Begierde. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Von der Seite offenbar nicht. Hier ist eine Höhle. Und wir haben einen Geheimpunkt gefunden. Und da können wir uns Ether einfach gönnen. Na gut, aber ich wollte eigentlich das andere haben, ne? So, mal Google. Von hier aus sollten wir jetzt eigentlich drankommen, ne? Ich sehe auf jeden Fall eine weitere Höhle, in der wir gleich was trällern dürfen. Aber von hier aus kommen wir definitiv dran. Die Höhle können wir trotzdem eben kurz beträllern. Dass sie den Weg in die nächste Welt finden. So, dann gönnen wir uns das Item jetzt. Wenn wir halt schon in der Gegend sind. Sind ja sowieso Einzelstücke. So. Ich denke mal nicht, dass in Kolonie 4 noch was zu tun ist. Wir können da beim nächsten Mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Dreh dazu. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.